Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. So. Einfach in aktuell noch drei Tagen, also zwei Tagen, Entschuldigung, in zwei Tagen kommt die, kommt Dings. Wie die einfach nichts merken, Jesse und James, nice. Aha. Das ist das Team Rocket Verstock. Welche Richtung müssen wir jetzt? Müssen wir nach links oder nach rechts? Oder nach unten? Hey, ich würde sagen, auf sich ins Getümmel. Moin. Moin, Leute. Nice. Aha, ein Team Rocket Mensch. Ein Golbat, nice. Das wird einfach. Der hätte das durchgehalten, was? Why? Hätte ich doch mal lieber Eisstrahl eingesetzt. Nice. Dann werden wir Team Rocket drüber besiegt. Nice. Ah, hier liegt ein Item, das ist. Oh, 5 Hyperbälle direkt. Nice. Das gefällt mir. Aha. Das sieht, das ist aber auch geil versteckt hier. Das hat 3 Stärke-Bonbons. Nice. Ah, mit Voluna werden wir. Aha. Hier ist die Tür. Ah, ich glaube, mit Voluna werden wir auch die Stärke-Bonbons da. Werden wir die Stärke-Bonbons geben. Ah, Bonbonglas. Da haben wir das drin. So, Bonbonglas. Dann würde ich sagen, geben wir erstmal. Energiebonbons plus, die können wir jetzt ab Level 30. Stärkebonbons plus ab Level 60. Okay. Maholo-Bonbons brauchen wir eigentlich gar nicht. Robustheit-Bonbon oder Robust-Bonbon können wir Voluna geben. Yay! Jetzt kriegst du eine Abwehr. Ja! Stärkebonbons können wir eigentlich auch Voluna geben. Weil das wird. Also Voluna wird wirklich mit uns in die Pokéliga dann später ziehen. Den können wir nicht abgeben, dann nicht verabreichen. Den würde ich aber dann. Ich weiß noch gar nicht, welchen gebe. Glutex oder Bisasan. Mentalbonbons plus plus, Energiebonbons plus, Stärkebonbons plus. Plus plus, Mental. Mental ist Spezialverteidigung. Spezialverteidigung können wir auch nochmal hier einen erhöhen. Wir haben noch die ganzen Taubsi-Bonbons. Ja. Ja. Erhöhen. Wir machen mal kurz die ganzen Bonbons. Oh, oh. Alter, das ist OP. Das ist halt ein bisschen Nachteil, weil du kannst halt so OP eskalieren. Du musst einfach nur am. Rein theoretisch könntest du das ganze Spiel mit einem Taub. Ich habe die Idee. Wir fahren einfach nur Taubsis und dann werden wir mit einem Taubsi das Spiel so. Ich habe die Challenge-Idee. Muss ich mal machen, aber ich will den Speicherstand dafür nicht löschen. Aber man könnte rein theoretisch mit dem Taubsi, wenn die ganze Zeit nur Taubsis fahren, ist wirklich mit dem Taubsi Level 1. Okay, mit Level 1 wird schwierig. Aber du könntest die Pokémon-Liga wirklich tatsächlich mit dem Taubsi Level 1, glaube ich, durchballern. Du könntest da wirklich gewinnen. Oh, 168 schon, 169. Ah, ah. Das ist nicht mal die Endentwicklung, ey. Alter, wenn wir zum Pokémon Go rübertauschen könnte, wäre die. Apropos Pokémon Go, da kann ich mal kurz nachgucken, ob da irgendwie da was Schönes.
Komm, starten wir neu. Lol. Nochmal um 20. Jetzt nochmal um 20 gestiegen. No, lol, Alter. Ich weiß, im neuen Pokémon-Spiel kann man die Wesen auch noch ändern, das dann doch irgendwie ein bisschen doof ist. Vaupel. Alter, lol. Ach, ach. Schmauze will ich auch noch haben. Alter, 2,5. 2,45 und 2,65, Alter. Evoli-Bonbons könnten wir Evoli noch geben. Dann würde ich sagen, ja, Evoli-Bonbons, gehen wir nochmal hier an Evoli. Yay. Dann wird Evoli auch nochmal stärker. Onix wird auf jeden Fall nicht mit uns in die Pokémon-Liga kommen. Und zwar wird dann dafür vermutlich noch einen Aquana. Ich bin überlegen, sogar mit drei Evolis in die Pokémon-Liga dann rein. Aber wie viel Bonbons habe ich eigentlich für Mauzi? 17 und ich brauche 50 und zu Snubilicat war es, glaube ich, weiter zu entwickeln. Nice. Hallo. Leute, das sogar vorher schon einfach haben. Auf das Teil bin ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt, das sogar vorher schon haben. Ich will auch, seitdem ich die Switch habe und das Spiel habe, dann schaue ich nur das Spiel und irgendwie kein Fortnite mehr. Und ich muss eine Fortnite vorproduzieren. Ich habe glaube ich seit ein, zwei Tagen keine Folge Fortnite mehr gebracht. Lol. Okay, dann würde ich sagen. Eisstrahl. Oh nein. Finale! Oh Gott. Okay. Ratzfatz, gegen Ratzfatz können wir massig kämpfen. Wir hätten ihn critten dürfen, müssen, eigentlich eher gesagt. Zauberschein. Und weg, nice. Noch ein Ratzfatz, okay, es wird einfach. Wenn wir auf Level 30 kommen, dann können wir Voluna noch ein bisschen stärker machen. So. Haben noch. Oh, bitte. Ich hoffe, wir haben noch Tränke. Nein. Dann würde ich sagen, laufen wir mal kurz raus und holen mal Tränke. Hehehe. Und jetzt freut sich. Ab rein da, dann schnell erstmal die erste Etage und holen wir uns noch mal ein paar Tränke. Erste. Nein. Ey, wir können jetzt noch einen Hut kaufen, fällt mir auf. Aber ich will immer Tränke haben. Wir brauchen definitiv Tränke. Hyperbälle kommen jetzt auch, nice. Nice. Aber ich glaube, Supertränke reichen. Dann holen wir uns mal 21 von den Supertränken. Für Notfälle. Nö, so, das wär's. So, dann gehen wir ganz kurz. Und dann machen wir noch einen ganz kleinen Abstecher ins Poker Center. So. Ich glaube, das geht schneller hier.
müssen wir hier dann langlaufen, nicht über den Fahrstuhl. Also wie schnell Onyx einfach unterwegs ist. Dass wir in der nächsten Folge die nächste Arena schaffen. Mal gucken, ich muss, wenn wir im Go-Park sind, hört mal auf. Ich weiß gar nicht, wo der Go-Park überhaupt ist. Also bräuchten wir erstmal Switch, fährt mal auf Internet auf der Switch. Wo wir erstmal nochmal einrichten quasi. Für Shiggy, Shiggy, Shiggy. Wir müssen mit Shiggy hochgrinden. Ups, wo müssen wir lang? Wo ist die Spielhalle? Ich glaube, die Spielhalle war hier da hinten. Wir sind knapp mit einer Spielhalle vorbei. Wäre lustig, wenn wir jetzt ohne nichts hier drin wären. Wie ist einfach die nicht juckt? Das juckt er einfach nicht. Und dann geht's einfach hier runter. Moin! Ich glaube, Zauberschein könnte was bringen. Ich glaube, Psycho dürfte, nee. Normale Effekte. Hypnose, nein! Luna, nein! Mach auf! Mach am besten schnell wieder auf! Eisstrahl! Oh nee, ich hätte mit Eisstrahl agieren müssen. Kopfnuss und aua. Dann schlägt er mit der Faust häufig. Irgendwie doch froh. Kommt jetzt Eisstrahl ein. So, Eisstrahl. Macht ja auch nicht viel mehr Schaden. Eisstrahl. Zauberschwein. Oh nee. Dann noch mal Zauberschein. Oh komm bitte. Nice. Und besiegt den Rocket Rücken. So, dann müssen wir einfach schnell heilen. Hier bei Pokémon Go kommt halt gar nichts mehr. Ich muss sowieso mal demnächst rausgehen, um wie heißt? Aha. Das kenne ich ja schon mal von Team Galactic, meine ich. Weil Team Galactic hatte mal sowas gehabt. Nee, Rocket hatte sowas und Rocket, ich weiß nicht, ob, nee, Team Galactic nicht. Team Galactic hat nur mit den Teleportern gehabt.
Item hier nochmal schnell. Auch lecker, nice. Würde ich sagen, geht's einfach hier lang. So. Warte mal, dann nehmen wir, glaube ich, den hier. Der geht dann darüber. Dann meine ich, ist es der hier, der dann dahin geht. Der geht dann hier runter. Und auf den müssen wir dann dahin. Mit dem könnten wir das Item da hinten holen, auf jeden Fall. Aber dann müssen wir wieder zurück, fällt mir auf. Da müssen wir dann wieder zurück. Ah. AP Plus. Geil, AP Plus. Und dann heißt es, müssen wir immer. Nein, wir kommen nur, wir können bis da zurück. Dann müssen wir jetzt hier runter. Dann mit denen da runter, mit dem da runter. Mit denen dann da runter. Dann mit denen dann hier runter. Dann müssen wir eigentlich hier lang. Und wir am Anfang, okay. Nein, ich Idiot, ich hätte eine Treppe nehmen können. Nach oben. Ah. Oh, bin ich damaged. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann müssen wir jetzt hier lang. Dann müssen wir mit denen darüber. Dann müssen wir jetzt hier durchlaufen. Den dann. Nein! Oh. Runter, da lang. Da lang. Da lang. Okay. Aha. Hallo. Kämpfen. Hier zwei Rettern. Okay, Rettern. Welches Level ist das? Level 29 und Level 30. Okay. Mann, der hat aber durchgehalten. Ah, gleich kommen noch mal zwei Stärkebonbons rein und dann passt. Nur mal gucken, wie weit überhaupt bis in den Folgen ist halt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ah, das Ding soll ich mal gucken. Wie weit wir schaffen, weil wenn ich jetzt noch zum Weihnachtsfeiertagen jeden Tag zwei Folgen rausbringe, sind 30 Folgen insgesamt. Sonst wären es 27 bis zum Livestream. Und nicht, dass wir dann vor 27 Folgen durch sind, das wäre dann irgendwie schon doof. Sonst halt, glaube ich, mal gucken, wie viele Folgen überhaupt von Pokémon Schwert kommen werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, es werden relativ wenig. Weil es schnell durch ist, weil wenn das Spiel alleine irgendwie schon 20 Stunden komplett durchzuspielen ist. Komplett. Mit Kampftower und allem drum, also mit der, glaub, Kampfzone oder so. Wie ich gehört habe oder was auch immer es da sein soll. Und hier ist ein Pokéball. Den will ich haben. Da sind 5 Superbälle dran.
Ah, der Fahrstuhl ist um nach. Ah. Jetzt, ich habe verstanden. Hypertrank, nice. Hallo. Was machst du denn hier? Kampf. Voltoball, okay. Das ist Elektro-Pokémon. Ich weiß nicht, welche Attacke wir gegen gehen. Ich glaube, wir gehen mal mit Zauberschein gegen. Das muss ich gleich einmal Dings nehmen. Der Aurora-Strahl könnte gleich was bringen. Wollen wir jetzt auch Aurora-Strahl einsetzen? Pokémon tauchen gerade keiner auf. So, das haben wir jetzt auch nochmal das Item. Dann können wir jetzt runter wieder. Und dann gehen wir die andere Treppe runter. Weil den Fahrstuhl können wir ja noch nicht nutzen. Dann heißt ab hier. Was haben wir unten? Ah, da kamen wir her. Ah. Dann geht's hier hoch. Geht dann hier lang und dann geht's hier nach unten. Noch weit nach unten. Nice. Aha. Da haben wir den. Lol, hier haben wir nochmal so ein Rätsel. Aha. Den Ball will ich auch nochmal haben. Sonderbonbon sogar, nice. So, dann, ja gut, dann müssen wir überlegen, wie wir laufen. Ich glaube, dann laufen wir nach oben. In den zweiten Dreh, das zweite Drehteil von da. Dann müssen wir einmal hier nach unten. Dann können wir uns das Item mit ein. Mit snacken. Okay. Mit denen kommen wir definitiv darüber. Dann weiß ich nicht, wie wir weitergehen sollen. Da waren wir nämlich gerade eben schon. Dann müssen wir eigentlich nicht den nehmen, sondern dann müssen wir den hier nehmen. Weil der andere will uns ja auch wieder dahin führen. Der geht dann nach unten. Nice. Und wir haben. Ja, jetzt sind wir hier. Ah. Ah, interessant. Interessant. Wir hätten eigentlich. So. Aber wir haben wieder vergessen, Voluna die Stärke-Bonbons zu geben. Stärke plus eher gesagt. Brat. Zauberschein, das passt. So. Da können wir alle mal. Zauberschein gegen eins gegen Voltoball. Elektroball. Nee, doch Voltoball. Elektroball ist die Endentwicklung. Und jetzt auch Aurora-Strahl. Nice. Und weg. So, dann geben wir einfach schnell die Bonbons. Stärke Bonbon plus plus haben wir noch. Stärke Bonbon plus, so. Dann geben wir dann einmal Bologna. Nice. So, Energiebonbon könnten wir aber auch nochmal Bologna geben. Und nochmal. Nochmal ein KP mehr. Griffsbonbon. Ah, Spezialangriff, nice.
Ja, mal Volonheimer vor voll hochklatschen. Nur gucken, welche Bonbons wir hier kriegen. Sonderbonbons, Sonderbonbon halten wir dann mal noch so zurück. Da hinten auch eine Treppe. Da hinten war noch ein Item. Nein. Das Item will ich haben. Also ist egal, jetzt einfach noch wieder zurück. Oh Mann, ey, das Item. Und da liegt auch noch ein Item. Soll ich auch noch was übersehen? Nein. Wie viele Bälle liegen denn bei dir rum? Beleber. Ja, ein Beleber? Finde ich auch nicht schlecht. Hallo, kämpfen. Gott, das kriegen wir hin. Gott, Level 29 wird Level 30. Ja, dann würde ich sagen, geht's mal mit einem Eisstrahl weiter. Und weg. Nice. Aber was ich auch halt, was ich quasi gehört habe, quasi, dass halt der EP-Teiler dauerhaft an ist und man den nicht ausschalten kann, was halt irgendwie auch echt doof ist. Weil dann wird man, ist man total overleveled. Finsteraura. Nice. Nice. Ich brauche nur noch einen Gengar. Gengar plus Spukbein in Finsteraura drauf und bam, Alter. Du wirst richtig gerankt. Was soll ich sagen? Hier lang, hier lang und. Nein, nein, ich hab den anderen. Nein! Nicht sein Ernst. Ich bin direkt extra in der Einge. Das Spiel buggt, habe ich das Gefühl. Hm. Das Ding ist, weil man mit diesem Joy-Con auch so schlecht navigieren kann, gefühlt. So, dann geht's hier runter. Den haben wir schon besiegt. Und dann geht's jetzt hier die Treppe weiter runter. Beutel können wir haben noch. Wir haben AP Plus. Ne, hier runter ist nicht. Wo haben wir AP Plus? Runter unter Kampfsachen meine ich. Ne, hä? Ah, Verstärkung-Item da. Nice. AP Plus. Dann würde ich AP Plus auf Eisstrahl machen, würde ich sagen. Ja, das haben wir um zwei mehr. Was haben wir da drin? AP Plus, nice. Flash hier. Ihr Flash hier. Und ein Hypertank. Nice. Wir können das nochmal AP Plus machen. Dann nochmal AP Plus auf. Sich mal in dem Fall Dings. So. Nein. Nochmal, dann diesmal auf Volona. Und zwar. Ich mach mal Eisstrahl. Bei Eisstrahl glaube ich das Wichtigste bei uns ist mit. Aha, ah, dann müssen wir zurück zum Aufzug, dann können wir den Aufzug nutzen nach unten. Oder nach oben, eher gesagt. Ich weiß nicht, wie irgendwie eine Silphscope. Wenn wir einen Silphscope hören, dann Meisterball kriegen wir dann auch. Und dann mal gucken, für was wir den Meisterball nehmen werden. Dann würde ich sagen, Zauberschein. Oh, hat der gehört? Oh, nicht der effektiv. Flambat. Nein! Oh! Eisstrahl. Los, Voluna. Das muss doch was. Ja, Mann. Das haut rein. Das fetzt. Das fetzt ja mega. Mega mäßig. Oh nein. Haha, gewonnen. Ne.
Oh nein. Wie kommen wir da am besten hin? Lüftungsschacht. Einfach, wie Evoli einfach alles kaputt macht hier. Lauf, Evoli, lauf! Und? Nice, Aufzugschlüssel. Scheiße, aber kein Cutscene gemacht haben. Ha! So ein Aufzugschlüssel. Ich glaube, wir müssen eigentlich erstmal jetzt schnell den Dings machen. Also erstmal schnell Volona heilen. Nice. Und Volona wurde geheilt. Nice. Das ist geil. Ah, ich weiß, ich würde mal eher sagen, dass ich Onyx aus dem Team rauspacken werde. Ups, so. Team, dann bin ich Onyx aus dem Team raus. Aus dem Team raus, so. Da wir jetzt einfach gerade kein weiteres Pokémon drin haben. Aquana will ich definitiv noch haben. Aber zu brauchen wir einen Wasserstein und einen Evoli, aber ich weiß nicht, wo ich noch weiter einen Evoli habe. Ich habe noch eins Dings rumliegen. So, dann müssen wir dann wieder hoch. Bis zum Aufzug hoch. Mann. Dann nochmal hier hoch, meine ich. Und hier ist der... LOL? Hä? What the fuck is... Der hier als erstes. Der hier als zweites. Oh Gott. Oh, die Folge wird auch wieder ein bisschen länger, weil ich das Rätsel jetzt lösen will. Ich will jetzt gegen Giovanni kämpfen. Gegen Giovanni. Ich würde sagen, geht hier rüber. Was ist denn hier rüber? Nein! Ah, doch. Flick verzeiht uns den Fehler in dem Fall. Dann da lang, da müssen wir jetzt hier runter. Da lang. Da lang und da lang. Da hinten müsste auch der Aufzug sein. Ja, das war Aufzug. Nice. Uff, hier. Hier
wieder ein Item, nice. Elixier. Oh, damit können wir wieder Dings auch wieder Attacken voll boosten. Da würde ich sagen, die Attacke, die wir am wenigsten haben, boosten damit auf. Die ist nicht unter dem. Doch, unter Medizin, so wollte ich sagen. Okay. Dann würden wir hier nämlich alle AP-Bossen sogar aufgeführt. Nice. So, Team Rocket, ihr kriegt jetzt richtig Stress. Und zwar würde ich jetzt eher aber auf eine Teamkombination aus Volona und Lutexo würde ich sogar setzen. Bewegen auf Platz 2. Weil wenn es ein Doppelkampf wird. Oh Mann, ey. James immer mit seiner Rose, ey. Gegen Jesse und James, ey. Nice. Arbok und Smogmog. Gegen Voluna und Lutexo. Feuer-Eis-Kombi, Alter. Haut richtig rein. Dann würde ich sagen, treffe sogar beide. Nice. Und Lutexo setzt auf Arbok ein noch zusätzlich. Und bam, das sieht nicht gerade wirklich viel. Oh, stimmt, weil beides Gifttüten. Oh, bin ich dämlich. Das war Horrorblick. Los, paralysiert. Fuck, dann war. Na, es geht voll auf Voluna. Oh. Ich hab mich da ein bisschen verkalkuliert. So. Der hat genau 50% des Lebens. Dann muss ich immer auf Smogon gehen und muss dann nebenbei aber auch hier heilen erstmal. Komm bitte, du musst uns angreifen und diesen zerstören. Und jetzt tief, der geht auch voll drüber. Ah. Nein, nein, nicht wohl. Nein, 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 nicht im Ernst. Ja gut, dann würde ich sagen jetzt Tauboga, du bist dran. Dann würde ich gleich mit Tauboga auf Smogmog gehen. Und mit Lumanda, also Glutexo würde ich dann. Du gehst einfach mit Flügelschlag auf Smogon und du belebst erstmal wieder Dings wieder hier. Mann ey. Dann könnte ich einen Tag hätte ich welche Eisstreife vorgenommen. Aber das Arbok irgendwie so extrem ist, hätte ich nicht gedacht mit deinem Gift. Das Gift blickt. Und Para! Genau, da wieder geparat, Alter. Flambad geht auf Tauboga, lol. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mit einem Flügelschlag auf Smogon und mit Eisenschweif auf Vipites. Oder Arbok, schuldig, ist der Arbok. Stimmt. Rettern, Vipites, Arbok. Oh nee, Rettern, Arbok, Vipites, hä? Wie waren die Entwicklungsreihe von denen nochmal? Boah. Nein, die sind beide geparat. Oh nein. Oh. So, Flügelschlag. Und Eisenschweif. Kann die angreifen, Para. Gifty. Wow. Schlammbart. Eisenschweif trifft aber nice. Jetzt nochmal dasselbe. Jetzt nochmal genau dasselbe. Komm, 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 komm. Trifft. Ja, nice. Smogon ist weg. Das heißt 2 gegen 1. Ey, ich hätte beide Volunas gern gehabt an die. Also. Aber mit. Nice, Level 31, geil. Gift-Tip geht auf Commander? Nee.
Geht auf den Tag so. Eisen 2 Schritt. Oh. Oh Gott, Alter. Und erreicht Level 30. Nice. Moluna aber doch ein bisschen underlevelt. Letztendlich. Aha. Aha, ihr habt verkackt. Jesse und James. Everyone is James. James. Oh nein, sogar genau diesen Satz noch bringen mit. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Geil. Einfach nur geil. Und da würde ich sagen, jetzt Sonderbonbon auf Luna. Ja, aber unser Team ist fast einheitlich mittlerweile. Fangtasche, Medizintasche müssen wir mal. Das ist eine Medizintasche, dann geht's einfach mal. Hier ein Dings, normalen Trank und dann würde ich hier eine Hypertrank quasi einsetzen. 120. Hat er nicht mal 200 gebracht? Die nerven ja auch immer irgendwie alles an Tränken, was sie finden. So. Jesse und James wurden besiegt und jetzt kommt. Da ist der Gosso. Aha. Aha. Hier den Team Rocket Vorstand jetzt auch noch. Leute, wir sind schon über 42 Minuten. Der Smoglock. Oh. Nein. Oh nee, kein Smoglock. Ah, Leute, ich habe natürlich gerade noch zwei Pokémon, die paralysiert sind. Und Eistrahl. Los! Oh Gott, nein. Matschbombe. Oh, das sieht so viel. Das wird so viel. So, Wechsel auf Evoli. Oh Gott. Wieso geht auch mit dem Eis-Pokémon bitte schön zu. Oder das Eis-Fee-Pokémon bitte zu einem. Und dem Team, was hauptsächlich Gift-Pokémon hat. Oder was der auf. 49, ja klar. Biss. Bart's nicht. Komm, nochmal Biss. Die setzt die ganze Zeit einen Biss ein. Spukball. Bats. Und Weckerack. Voluna und hoffen, dass ein Eisstrahl trifft. Weil mit, gegen Golbert kann ich mit Voluna wunderbar kämpfen. Weil es Flug ist. Ich muss nur hoffen, dass ich schneller bin als Golbert. Oh, und ich bin ja noch vergiftet. Oh nein. Komm, Eisstrahl und besieg ihn. Und er hält's durch. Nein. Er ist aber gefroren. Bitte bleib gefroren und greif nicht an. Ja, ist eingefroren. Nice. Oh Gott. Leute, das sieht ja so einfach mal so mega crazy aus. Aber ist er nur eingefroren? Aber random. Immer noch random ist eingefroren. Ich kann nicht angreifen. Nice. Wir kriegen aber Schaden durchs Gift. Immer noch gefroren, nice. Und
Eisstrahl. Beendet. Kill him. Nice. Geil. Wir haben Atlas besiegt. Erstmal will ich heilen. Erstmal muss ich Dings von Gift befreien, wenn wir ein Gegengift haben. Wir haben natürlich alles außer Gegengift. Dann muss ich mal Moria Cracker nehmen. Und hier müssen wir auch nochmal schnell mit Supertank beigehen. Mit zwei Supertanken, eher gesagt. Ich glaube, dann auch nochmal Volona schnell rein. Tauboga könnte ich auch nochmal heilen. Komm, Giovanni. Aha. Giovanni, dem mache ich platt. Jetzt machen wir uns gleich platt, nur zwei Pokémon, lol. Das ist nur Billigkarte, ist klar. Das ist nur Billigkarte. Stell mir auch an, dass ich vorstellen könnte, wenn er kein Stück zum Billigkarte hätte. Oh, der ist aber deutlich höher als wir. Zauberschein, los. Mogelhieb, nein. Höhere Prio als ich. Ah. Oh, ist das bitter. Komm, Zauberschein. Blitzer. Hältst du mal. Okay. Ein Volltreffer, nice. Da müssen wir aber jetzt gleich mal mit Eisstrahl zwischengehen. Blitzer, hältst du durch? Eisstrahl, komm. Chili. Ah. Ich glaube, noch ein Ding hält er nicht durch. Ich muss einen Tank einsetzen. Oh Gott. Und nice. Wieder fast voll. Schlitzer, das halten wieder durch. Er ist stärker. Er ist stark. Das war stark. Und kommt auf. Jetzt nochmal Schlitzer ein. Oh Gott. Ein Volltreffer. Oh. So will ich gerade mal besiegt, nice. Sorry, das für die lange Folge, aber Team Rocket werden wir in dieser Folge definitiv in den Arsch treten. Rihorn ist Gesteinboden, da muss ich dann leider auswechseln, da muss ich definitiv leider auswechseln. Sorry Volona, aber gegen Gesteinboden kannst du nicht auswechseln, meine ich. Und da war Stahlboden? Nee, Rihorn ist Steinboden, meine ich. Aber Evoli. Mit seiner stylischen Cap und seinem Hemd. Und jetzt setzt Eisenkampf ein, Evoli. Spaß. Sehr effektiv. Weiter so. Und. Spaß. Nochmal. Der greift aber nicht an. Oh. Aber Rihorn kann ja, wenn so Rihornio wird, also später eine Kau-Attack erlernen. Wenn du Pech hast, direkt One-Hit. Dieser Knospel wird 26, nice. Giovanni wurde besiegt. 5600, ne. Dass mir so überhaupt noch Geld gibt. Das ist das Geile. Lol. Missile Scope. Nice, wir können den Turm der Ruhenden
Lol. Haben wir jetzt gerade ernsthaft Team Rocket zerschlagen? Ja! Nice. Wir haben Team Rocket zerschlagen. Geil, aber wir haben endlich Team Rocket zerschlagen. Nice. Dann würde ich sagen, gehen wir aus der Bruchbude mal raus. Ab in die Ebene U1. U1 hat einen Fahrschein. Ah, geil. The door is open. Opan. Propan, Gott. Was macht? Jetzt sind wir wieder in der Spielehalle. Aha. Kein Rocket Man mehr. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über die Bewertung freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Der verpasst noch nichts mehr. Bis zur nächsten Folge und. Weil wir immer viel zu schnell verspeichern. Und ciao, ciao.